Gerald Gross, ich nehme an, du freust dich, dass diese Lichtgestalt der europäischen Politik heute um 10.30 Uhr österreichischen Boden betritt, Gerald, richtig? Ja, freilich, weil man kann von Viktor Orban nur etwas lernen, mein lieber Wolfgang. Man kann zum Beispiel lernen, wie man ein Volk regiert und wie die Mehrheit der Bevölkerung auf demokratische Art und Weise hinter einem Regierungschef steht. Das ist heute in Europa einzigartig. Wenn wir die ganzen Schießbudenfiguren von Brüssel über Berlin bis nach Wien anschauen, dann haben die alle Umfragen jenseits von Gut und Böse. Viktor Orban vertritt sein Volk in der Integrationsfrage, in der Migrationsfrage. Er hält dagegen gegen den Wokenwahnsinn, gegen den Gutmenschen-Terror, gegen die 70 Geschlechter, gegen die Verrücktheiten, die uns hier von den Tugendterroristen täglich serviert werden. Viktor Orban hat das Herz am rechten Fleck und Karl Nehammer könnte nur von ihm lernen. Was kann er denn von ihm lernen? Ich meine, erstens einmal natürlich die Beherrschung der Medien. Da ist er mit dem ORF-Gesetz, glaube ich, schon auf einem guten Weg in Richtung Viktor Orban. Wie macht man sozusagen aus einem einstmals unabhängigen Rundfunk ein staatsfinanziertes Regierungsfernsehen? Was kann er denn sonst noch von ihm lernen? Ja, lieb, wenn das Nilpferd mit Krokodilstränen bereits am Vormittag aufwartet. Der ORF war noch nie unabhängig, mein lieber Wolfgang. Und du als Journalist der letzten gefühlt 100 Jahre weißt das ganz genau, dass dort von Kalinau abwärts über Klima, über Franitzky alle durch angerufen haben und hinein interveniert haben. Die Freunde Rudasch und wie sie alle geheißen haben. Also machen wir uns nicht lächerlich. Dieser ORF war noch nie unabhängig. Er hätte jetzt unabhängig werden können. Und in Orbistan, also in Ungarn, sieht es nicht anders aus. In Ungarn hast du eine Medienlandschaft, eine freie Medienlandschaft, die Orban näher steht und du hast natürlich auch die linken Medien. Das, was wir in Österreich lesen, Ungarn wäre eine Diktatur, eine Autokratie, ist ja in Wahrheit nichts anderes als Hirngespinste, ausgerechnet von jenen, die vor 20 Jahren, es sind personalident jene Personen, die vor 20 Jahren wegen der Regierung Schüssel-Haider eine Nazi-Regierung gesehen haben und uns mit Sanktionen belegen wollten. Es sind die gleichen Giftmischer am Werk, die auch gegen Ungarn vorgehen. Was können wir von Viktor Orban lernen? Das war deine Frage. Ja, man kann zum Beispiel lernen, dass man Asylwerber nicht den Hintern vergoldert, wie wir es in Frankreich und in Österreich tun, an der Spitze der Europäischen Union und damit einen Pull-Faktor auslöst, sondern man könnte davon lernen, dass man in Wahrheit den Asyltourismus hintanstellen. In Ungarn hat es voriges Jahr genau 15 Asylanträge gegeben, währenddessen wir in Österreich wieder 100.000 abfeiern. Also allein einmal dieser Vergleich macht es schon sicher. Ja, trotzdem ist es doch eine Provokation, wenn diese Lichtgestalt der europäischen Demokratien, Viktor Orban, ich meine das natürlich zynisch, heute nach Wien kommt und mit uns einen Immigrationsgipfel abhält, nachdem er uns die ganzen Immigranten herschickt. Der winkt die alle durch, der Bursche. Ja, und jetzt kommt er her und macht einen Immigrationsgipfel. Das ist ja bitte ein Hohn. Also ich betrachte das als Frechheit eigentlich. Ja, ja, sei dir zugestanden, was du alles betrachtest. Ja. Schau, lieber Wolfgang, wenn wir Österreicher, wenn wir auch in Deutschland, wenn diese beiden Länder mit den höchsten Asylunterstützungszahlen, mit den höchsten steuergeldfinanzierten Zuschüssen jeden Tag, jede Woche, jedes Monat seit 2015 einen Lockruf ablassen und sagen, kommt alle zu uns, kommt alle zu uns, nehmt den gefährlichen Weg über das Mittelmeer in Kauf, kommt über den Balkan zu uns, bei uns seid ihr willkommen. Apropos Wiener Bürgermeister, der glaubt, dass das alles eine Bereicherung ist und in Wahrheit ganze Stadtvierteln abgegeben hat. Wenn man diesen Lockruf macht, dann kommen die Leute. Ja, und dann verstehe ich Viktor Orban, dass er sagt, ja Freunde, wenn der Herr Charlie Schmähhammer so deppert ist und der Herr Scholz in Deutschland so deppert ist und alle einlädt, ja dann schicke ich es gleich zu euch. Nichts anderes würde ich auch tun. Die wollen ja in Ungarn nicht bleiben. Die kommen ja. Das ist ja das fett angerichtete Buffet am Ballhausplatz, mit denen wir in Nordafrika Werbung machen, kommt alle zu uns. Ja, und er schickt sie weiter. Warum soll es er sich den rostigen Nagel einziehen, wenn die Besteller in Wien und Berlin sitzen?